Hallihallöchen, Leulings, und herzlich willkommen zurück. Ihr seht schon, hier steht wieder Bild 49. Ich habe mich gestern den ganzen Abend, während die gestrige Aufnahme, das war ein 17-Minuten-Part, glaube ich, gerendert hat, habe ich das ganze Level nochmal so probiert. Und jetzt passt auf, wenn ich jetzt lade, habe ich hier mein Quicksave. Da sehen wir, dass die Tür sich öffnet. Dann können wir jetzt... Das war dumm, das machen wir nochmal. Weil hier ist jetzt wirklich alles wert. Also wir haben wieder Patch V49. Und damit können wir durch die Tür durch, ohne uns zu verletzen. Ist doch auch schon mal viel wert. Das heißt, ohne uns zu verletzen, ohne dass das Spiel abstürzt. Und ja. Ich habe gestern die Cutscene, habe ich mich noch mit Bum36 unterhalten. Beziehungsweise ich habe sie gefragt, ob ich die Cutscene von ihr nehmen darf. Sie hat ja gesagt, die habe ich auch, euch auch reingeschnitten gehabt. Was mir später auffiel, war, ich hatte sie in meinem alten LP auch komplett. Das heißt, wenn ihr sie auf guter Qualität haben wollt, dann werde ich sie euch in einem optionalen Part nochmal reinschmeißen. Ja. Das war gerade ein Wissenschaftler, der hat gerade hinter sich. Und wir haben jetzt wieder konstante 60 FPS, also für Leute... Die es interessiert, macht im Windows und stellt es auf Windows 7 Basis. Das gibt euch nochmal so 1-2 Bilder pro Sekunde mehr. So, jetzt können wir hier nämlich den Lüftungsschacht aufmachen. Das ist jetzt das Coolste. Er guckt erstmal. Okay. Aber er kann schneller kriechen als Lara. Das finde ich schon mal gut. Ich wollte sagen, ich kann sie euch nochmal reinstellen. Ich werde... Also ich hatte sie in meinem alten LP komplett. Das heißt, ich werde sie... Ja, wenn's... Nein, also... Nur ist egal. Ernsthaft, kann denn nicht mal diesen Move, den Lara kann? Wie komme ich hier wieder raus? Jedenfalls sollte es gestern nicht sein und während das gerendert hat. Curtis! Danke! Jo, jetzt sind wir hier drin, wo der Wissenschaftler eben abgemetzelt wurde. Wieso auch immer, aber wir müssen jetzt dem Mistvieh hinterherjagen. Für die Leute, die es interessiert. Also gerade, ich hätte sie komplett gehabt. So habe ich sie jetzt von Bum36 von 360, nee, von 480 oder 360 PO skaliert auf 1080. Ist ja auch egal. Man kann sie sich anhören. Und von daher. Und was ich vielleicht noch finde, ich habe sie nur darauf angebracht und plötzlich hatte ich einen Kommentar von ihr.
Also ihr merkt schon, wir müssen jetzt dem Mistvieh hinterherjagen. Ja, also wir müssen dem jetzt wirklich hinterherjagen. Da führt kein Weg dran vorbei. Und wenn wir jetzt hier so versuchen durchzugehen, geht es nicht. Genauso wenig, wie wir hier diese Leiter hochkommen. Was ich ein bisschen doof finde. Ihr könnt ja mal gucken. Curtis geht nicht hoch. Dazu ziehen wir unsere Waffe. Und schießen eine von diesen. Flaschen kaputt. Da wir aber eben eine riesige Munitionverschwendung hatten, mache ich das Ganze nochmal. So, fertig. Wir haben wieder 11. Und wir können hier hoch. Jawohl, hoch, da gehört das. Ja, dieses Mistvieh müssen wir jetzt hinterherjagen. Mehr erzähle ich euch dazu noch nicht, weil ich will es ja nicht spoilern. Und ihr wisst ja schon einiges. Ich werde ein Vot durchziehen. Oder ich habe ein Vot ja zum 50 Abonnenten durchgezogen. Mittlerweile habe ich 158. Für die Leute, die es interessiert. Ich habe gesagt, eigentlich wollte ich die nicht mehr reinhauen, aber ich gebe euch die mal so durch. Oh, diese Steuerung ist so luschig, Alter. Aber es macht nichts. Und deswegen werde ich Tomb Raider 5 als nächstes Projekt sowieso durchhauen. Dicht gefolgt von Tomb Raider 1 und dann mal schauen. Lasst ihr euch überraschen, mehr gebe ich noch nicht bekannt. So, hier gab es jetzt zwei Wege. Nummer 1 war dieser hier. Hörst du mit dem auf, dir ein Roller zu holen? Nummer 2 ist dieser hier. Hochsicherheitstrakt. Ja, allerdings. Wir sind hier gerade im nächsten Level. Jetzt ging es richtig ab. Und ihr wisst, Leute, ich hasse dieses Level. Wir sind im Level Hochsicherheitstrakt. Das ist schon mal sehr, 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 sehr schön. Und hier haben wir vielleicht schon gesehen, sind die Gegner jetzt auch anspruchsvoller. Und egal, was ihr macht, ihr müsst. Nachdem wir. Naja, ich verrate es euch später. Erstmal, da ist was zum Holen. Wenn wir da reinfallen, sind wir, glaube ich, tot. Deswegen speichere ich ab. So. Da ist irgendwie Grütze drin, irgendwas. Auf jeden Fall sind wir dann tot. Das, was ihr da seht, diesen Raum, den werden wir auch noch selber finden. Und rüber, da gehört es. Weil er kann auch nicht stärker werden und nichts.